Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video aus der Videoreihe zur Vorlesung Einführung in eine postdigitale Medienpädagogik. Sie befinden sich immer noch im ersten Teil der Vorlesung, aber hier bereits in Episode 2. In den Anmerkungen zum Begriff postdigital im letzten Video ist möglicherweise bereits angeklungen, dass das Postdigitale auf einen aktiven oder auch handlungsorientierten Umgang mit allen Arten von Medien rekurriert. Das heißt sowohl auf analoge wie auch auf digitale Medien. Mediale Produktion bedeutet zugleich auch Konstruktion eines medialen Inhalts. Denn Medien zeigen die Welt nicht, wie sie ist, sondern wie sie von Content-Produzentinnen konstruiert wird. Diese Form der Gestaltung von Welt weist auf eine lange Tradition in der Geschichte der Menschheit zurückzublicken. Sie mündete dann im 20. Jahrhundert durch eine Reihe von VertreterInnen aus ganz unterschiedlichen Disziplinen in der erkenntnistheoretischen Position des Konstruktivismus. Diese erkenntnistheoretische Position bildet eine der drei theoretischen Grundlagen für eine postdigitale Medienpädagogik. Deshalb biete ich Ihnen in dieser Episode in aller Kürze einen ersten Blick auf die Position des Konstruktivismus an. Legen wir also mal los. Der Konstruktivismus ist eine erkenntnistheoretische Position, die als solche hauptsächlich im 20. Jahrhundert entwickelt wurde. Allerdings reichen die Wurzeln des Konstruktivismus mit der skeptischen Tradition bis weit zurück in die Antike, wie Ernst von Glasersfeld, einer der zentralen Vertreter des Konstruktivismus im 20. Jahrhundert, festhält. Als Beispiele dieser Tradition führt er die Vorsokratiker Demokrit, Xenophanes, Alkmaion und Heraklit an. Alle diese Denker, Vorsokratiker genannt, lebten in der Zeit zwischen 650 und 420 vor Christus rund um den östlichen Mittelmeerraum herum. Von dem, was sie gedacht oder sogar auch gelehrt haben, sind lediglich Fragmente überliefert, weshalb die Aussagen zuweilen etwas kryptisch erscheinen. Doch lässt sich aus den Aussagen dieser vier Vorsokratiker eine Tendenz in ihrer Wahrnehmung der Welt erkennen und auch in der Art und Weise, wie sie über die Welt gedacht haben, die sich von der anderer Vorsokratiker wie zum Beispiel Thales und Pythagoras unterscheidet. So wird beispielsweise Demokrit die Aussage zugeschrieben, ich zitiere, der Mensch soll aus dieser Lehre erkennen, dass er fern ist von der Wirklichkeit der Welt. Aber auch diese Meinung offenbar, dass wir von nichts etwas wissen, sondern sich eines jeglichen Ansicht der Welt nur aus dem Zustrom von Wahrnehmungseindrücken bildet. Und doch wird es klar werden, dass es seine Schwierigkeiten hat zu erkennen, wie jedes Ding in Wirklichkeit beschaffen ist. Zitat Ende. Xenophanes soll geschrieben haben, ich zitiere, nie noch lebte ein Mann, noch wird es ihn geben, der von den Göttern und dem, was ich sage, Sicheres wüsste. Denn gelänge es ihm auch das Vollendete einmal zu sagen, nur ein Zufall ihn geführt, selbst wüsst er es nicht, ist doch dem Menschen in allem nichts anderes gegeben als Wahn. Zitat Ende. Alkmaion von Kroton wird dann wiederum die Aussage zugeschrieben, Zitat, der Mensch unterscheidet sich von den anderen Lebewesen dadurch, dass er allein vernunftmäßig denke, während die anderen zwar über Sinneswahrnehmung verfügen, aber nicht zu verstehen imstande seien. Denn er hat entdeckt, dass das Denken etwas ganz anderes ist als das Wahrnehmen. Zitat Ende. Und zum Schluss noch, der bekannteste Vertreter in dieser vorsokratischen Reihe ist sicherlich Heraklit von Ephesos. Noch bekannter als er selbst dürfte sein Bonmot sein, mit dem er der Position des Realismus eine Absage erteilt. Ich zitiere, man kann nicht zweimal in denselben Fluss steigen. Auch nicht ein sterbliches Wesen zweimal berühren und in seiner Beschaffenheit fassen. Es zerfließt, strömt wieder zusammen, kommt herzu und entfernt sich. Zitat Ende. Mit dem Philosophen Sokrates, 470 bis 399 vor unserer Zeitrechnung, den Nietzsche einmal als Wappenschild über dem Eingangstor zur Wissenschaft bezeichnete, änderte sich das Denken über die Welt. Es wurde nämlich von ihm systematisiert. Und schon zwei Denkergenerationen später wies dann Aristoteles, der von 384 bis 322 lebte, in seinem Werk De Anima oder zu Deutsch von der Seele des Menschen, als erster ganz explizit darauf hin, dass Wahrnehmungen urteilsförmige Gebilde seien. Mit dieser Sichtweise grenzte Aristoteles sich von seinem Lehrer Platon und dessen als Realismus bezeichneter Erkenntnisposition ab. Für Aristoteles war es klar, dass Erkenntnis nicht durch die Eigenschaften von Objekten aufgeprägt wird, sondern dass sie durch die aktive Arbeit des Denkens, also des Intellekts, erzeugt wird.
Aufgrund dieser Skepsis, die Aristoteles von Geburt an vermutlich hatte, erkundete und erforschte er nicht nur systematisch das Denken, sondern auch die Welt und gilt als erster Wissenschaftler der Weltgeschichte. Da die Geschichte der skeptischen Tradition von Griechenland ausgehend sehr umfangreich ist und eher Thema der Philosophie oder Wissenschaftsgeschichte, schlage ich nun eine weite Brücke über 2500 Jahre hinweg direkt ins 20. Jahrhundert, in dem die VertreterInnen ganz unterschiedlicher Disziplinen wie der Philosoph Ernst von Glasersfeld, der Kryptologe Heinz von Förster, der Biologe Humberto Maturana, die Philosophin Simone de Beauvoir, die Künstlerin Lyubov Popova, der Kommunikationswissenschaftler Paul Watzlawick und so weiter die Denkschule des Konstruktivismus begründeten. Wenn ich diese Brücke schlage, weiß ich allerdings, dass ich dabei Stationen der skeptischen Tradition wie den mittelalterlichen Universalienstreit und Philosophen wie Descartes, Locke, Berkeley und Kant und viele andere überspringe. Im Selbstverständnis des Konstruktivismus ist das Erkannte stets an die Erkennenden gebunden, weshalb jede Erkenntnis auch immer ein Stück weit Selbstbeschreibung ist, formuliert der Tübinger Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen 2008. Dem gehen zwei Grundüberzeugungen des Konstruktivismus voraus. Erstens, das, was wir als unsere Wirklichkeit erleben, ist nicht ein passives Abbild der Realität, sondern Ereignis einer aktiven Erkenntnisleistung. Zweitens, da wir über kein außerhalb unserer Erkenntnismöglichkeiten stehendes Instrument verfügen, um die Gültigkeit unserer Erkenntnis zu überprüfen, können wir über die Übereinstimmung zwischen subjektiver Wirklichkeit und objektiver Realität keine gesicherten Aussagen treffen. Oder anders formuliert, wie der Pädagoge Heinz Siebert schreibt, im Begriff des Konstruktivismus verbirgt sich, ich zitiere, die Einsicht, dass uns die Wirklichkeit, wie sie wirklich ist, verschlossen bleibt, dass unser Gehirn die Welt nicht abbildet, widerspiegelt, aneignet, so wie sie objektiv ist, sondern dass wir uns unsere eigene Wirklichkeit konstruieren, dass unsere Welt aus unseren Bildern besteht, aus Selbst-, Fremd- und Weltbildern. Unsere Lebenswelt ist ein Konstrukt. Sie ist die von uns gelebte und erlebte Welt. Welche Folgen dies hat, lässt sich zumeist erst erleben, wenn die Wahrnehmung irritiert wird. Nehmen wir zum Beispiel die Penrose-Treppe. Folgt man den Stufen dieser Treppe mit den Augen, steigt man immer höher und höher und landet doch wieder am Ausgangspunkt. Es ist natürlich eine optische Täuschung. Vermutlich kennen Sie Bilder von M.C. Escher wie Relativität oder der Wasserfall und so weiter. Der schwedische Maler Erik Johansson hat die Technik von Escher in den letzten Jahren perfektioniert. Wenn Sie sie nicht kennen, geben Sie einmal M.C. Escher oder Erik Johansson in einer Online-Suchmaschine Ihrer Wahl ein, dann werden Sie sicherlich fündig. Diese Bilder verschmelzen unmögliche Realitäten, Wasser fließt aufwärts und abwärts, ein Haus ist zugleich innen und außen. Der Trick daran ist, die BetrachterInnen der Bilder müssen sich entscheiden, was sie gerade wahrnehmen wollen. Dieser Effekt von Escher und Johansson lässt sich auch bei diesen Wechselbildern feststellen, wie zum Beispiel diesem Bild mit dem Gesicht oder einer Vase. Je nachdem, wie das Bild skaliert ist, kann es geschehen, dass zuerst die Gesichter oder zuerst die Vase gesehen wird. Beides gleichzeitig zu erfassen als ein Gewahrseicht oder eine Wahrgesichtse, stellt den Wahrnehmungsapparat vor Herausforderungen. Die radikalen Konstruktivistinnen behaupten, dass dies auch für uns mit der Welt so sei. Nie lässt sich das komplette Bild wahrnehmen, sondern lediglich Ausschnitte und die Ausschnitte werden aufgrund der individuellen Welterfahrungen erzeugt. Dieser Gedanke wird übrigens auch in der Quantenphysik diskutiert. Ernst von Glasersfeld formuliert die oben bereits genannten Grundannahmen des Konstruktivismus in aktivischer Form. Er schreibt, ich zitiere, Wissen wird vom denkenden Subjekt nicht passiv aufgenommen, sondern aktiv aufgebaut. Und zweitens, die Funktion der Kognition ist adaptiv und dient der Organisation der Erfahrungswelt, nicht der Entdeckung der ontologischen Realität. Was ist mit diesem aktiven Aufbau und der Organisation der Erfahrungswelt gemeint? Es lässt sich vielleicht mit diesem Bild illustrieren. Was sehen Sie hier? Lassen Sie das Bild einen Moment auf sich wirken. Mit den Mitteln von PowerPoint habe ich hier versucht, die sogenannte Kanisha-Täuschung nachzubauen.
Auf den ersten Blick haben Sie möglicherweise gedacht, Sie sehen ein oder zwei Dreiecke, die übereinander liegen und das Bild eines Sterns ergeben. Das sehen Sie allerdings eben nicht wirklich, sondern Sie bauen dies aktiv auf, und zwar aufgrund der bisherigen Organisation Ihrer Erfahrungswelt. Diese bisherige Organisation lässt sich nun ganz einfach umstrukturieren. Denn was Sie tatsächlich sehen, sind drei Winkel und drei Pac-Man-ähnliche Figuren, die so zueinander angeordnet sind, dass beim ersten Betrachten der Eindruck entstehen kann, es handele sich um die oben beschriebenen geometrischen Figuren. Aber schauen Sie, was geschieht, wenn ich sie auseinandernehme. Überspitzt lässt sich formulieren, der sinnlichen Wahrnehmung ist nicht wirklich zu vertrauen. Für die VertreterInnen des Konstruktivismus ist dies jedoch kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken, sondern es erscheint vielmehr angebracht, dass die Wahrnehmung der Welt eine intellektuelle Ver- und Bearbeitung der Welt bedarf. Von Glasersfeld schreibt, Zitat: Nach wie vor gilt die Auffassung, dass der vernunftbegabte, erkenntnisfähige Organismus in eine bereits strukturierte Welt geboren wird und dass es darum zur Aufgabe des denkenden Menschen gehört, Struktur und Gesetze jener von ihm prinzipiell unabhängigen Welt zu erkennen. Das heißt, er muss Entdecker spielen, und mögen seine Sinne auch unzuverlässig sein und seine Vernunft zu schwach und begrenzt, um alles zu verstehen, so soll sein unermüdliches Suchen und Denken doch allmählich zu einer Annäherung an ein wahres Weltbild führen. Zitat Ende. Ich möchte dafür noch zwei Beispiele anführen. Zählen Sie bitte jeweils in den nächsten drei Bildern die Punkte. Schließen Sie nach Betrachten jedes Bildes Ihre Augen für 3 Sekunden. Öffnen Sie die Augen und zählen Sie nochmal nach. Kommen Sie auf dasselbe Ergebnis? Unter welchen Voraussetzungen ändert sich denn das Ergebnis? Und wie erklären Sie sich das? Ich lasse Ihnen jetzt mal hier einen Moment Zeit, die Bilder zu betrachten. Wenn Sie genau hingesehen haben, haben Sie gesehen, dass überhaupt keine schwarzen Punkte vorhanden waren, auch nicht im letzten Bild. Sie waren, wenn überhaupt, in einer anderen Färbung. Aber durch die digitale Bearbeitung des Bildes hat sich das Verhalten der Punkte verändert. Während Anordnung und Farbgebung in den ersten beiden Bildern die Illusion erweckten, die Punkte tauchen auf und verschwinden, je nachdem, wo Sie hinschauen, blieben sie im letzten Beispiel relativ starr, oder? Ich kann Ihnen dieses Phänomen leider nicht genau erklären, aber es gibt bestimmt BiologInnen, die das können. Der Mathematiker und Kryptologe Heinz von Förster erklärte, dass solche Phänomene ganz alltäglich sind. Er sagte, ich zitiere, schon der Versuch, etwas ganz Alltägliches zu verstehen, weist einen auf Rätsel und Wunder hin, über die man in seinem Leben ständig, ohne sie zu sehen, hinweggleitet. Vieles ist in einem ernsten Sinn überhaupt nicht erklärbar und man wird, so meine ich, auch niemals in der Lage sein, es zu durchschauen und damit seine Wunderhaftigkeit zu beseitigen und zu zerstören. Zitat Ende. Sollten Sie die bisherigen Beispiele noch nicht davon überzeugt haben, dass unsere Erfahrungen unsere Wahrnehmung bestimmen, hier noch ein Beispiel. Was sehen Sie in den folgenden 3 Bildern? Schauen Sie ruhig länger auf das jeweilige Bild. Haben sich die Kreise in allen 3 Farbgebungen bei Ihnen auch bewegt? Ich vermute, es gab bei einigen von Ihnen Farbgebungen, bei denen sich die Kreise mehr oder weniger schnell bewegt haben. Aber haben Sie auch gesehen, dass die Kreise sich tatsächlich überhaupt gar nicht bewegen? Das ist nämlich, was dort geschieht. Nichts. Die Kreise drehen sich nicht. Das ist kein GIF, keine Animation oder sonst etwas, sondern ein statisches Bild. Doch der Wahrnehmungsapparat weckt die Illusion der Bewegung. Und nur entsprechend Ihrer jeweiligen Welterfahrung nehmen Sie die Bewegung mehr oder weniger gar nicht wahr. Wird dieser Gedanke auf die alltägliche Wahrnehmung der Welt übertragen, stellt sich die Frage, wie kann im konstruktivistischen Verständnis überhaupt ein gemeinsames Weltbild erzeugt werden? Schließlich nimmt doch jede und jeder die Welt auf seine eigene Weise wahr.
Mit dieser Frage hat sich Ernst von Glasersfeld im Anschluss an den Sprachphilosophen Ludwig Wittgenstein beschäftigt. Wittgenstein schrieb, ich zitiere, die Lösung des Problems des Lebens, das du im Leben siehst, ist eine Art zu leben, die das Problemhafte zum Verschwinden bringt. Dass das Leben problematisch ist, heißt, dass dein Leben nicht in die Form des Lebens passt. Du musst dann dein Leben verändern und passt es in die Form, dann verschwindet das Problematische. In der Wirtschaft wird heutzutage dazu gesagt, love it, change it or leave it. Ist die Welt so einfach? Wir wissen es nicht genau. Aber diese Aussage gab von Glasersfeld den Anstoß, um das Konzept der Viabilität einzuführen. Viabilität? Was heißt das? Ich versuche das mal an einer These und einem Beispiel von Heinz von Förster zu demonstrieren. Er sagt, eine Hypothese, die sowohl für A als auch für B gültig ist, wird verworfen, wenn sie nicht auch für A und B gemeinsam gilt. Dies lässt sich an folgendem Beispiel illustrieren. Hypothese 1. A sagt, die Wirklichkeit ist ein Produkt meines Gehirns. Hypothese 2. B antwortet, die Wirklichkeit ist ein Produkt meines Gehirns. Die Hypothese, die sowohl für A als auch für B gültig ist, kann nur aufrechterhalten werden, wenn sie auch für A und B gemeinsam gilt. Anders formuliert, Wirklichkeit ist ein Konstrukt des Gehirns. Und das gilt für jede gemeinsame Vorstellungswelt. Wir müssen die herstellen. Wir haben uns darauf geeinigt, dass der Tisch ein Tisch ist und der Stuhl ein Stuhl, die Lampe eine Lampe, das Haus Haus und so weiter und so fort. Das ist ein langer Prozess, der dafür benötigt wurde. Hier stellt sich möglicherweise ein Diskussionsanlass für die Präsenzphase. Die VertreterInnen des Realismus machen der konstruktivistischen Position in der jüngeren Vergangenheit nämlich gerne den Vorwurf, dass durch diese Position die Häufung von Fake News überhaupt erst möglich geworden sei. Nun stellt sich die Frage, ist dieser Vorwurf berechtigt? Sie können ja schon mal drüber nachdenken, vielleicht diskutieren wir in der Vorlesungszeit darüber. Aber hier weiter im Text. Viabilität bedeutet nach von Glasersfeld, ich zitiere, Konstruktionen sind viabel, solange sie bei der Konfrontation mit der Umwelt keinen Anstoß verursachen. Dies beinhaltet, mehrere verschiedene Möglichkeiten existieren, wie eine solche Konfrontation erfolgreich erfolgen kann. Kommt es zu einem Anstoß, einem Widerspruch mit der Umwelt, so muss die Konstruktion entsprechend modifiziert werden. Von Glasersfeld illustriert das Konzept der Viabilität in einem weiteren Beispiel, dem Bild des blinden Wanderers, der einen Wald durchqueren möchte, um zu einem Fluss zu gelangen. Ich zitiere. Ein blinder Wanderer, der den Fluss jenseits eines nicht allzu dichten Waldes erreichen möchte, kann zwischen den Bäumen viele Wege finden, die ihn an sein Ziel bringen. Selbst wenn er 1000-mal liefe und alle die gewählten Wege in seinem Gedächtnis aufzeichnete, hätte er nicht ein Bild des Waldes, sondern ein Netz von Wegen, die zum gewünschten Ziel führen, eben weil sie die Bäume des Waldes erfolgreich vermeiden. Aus der Perspektive des Wanderers betrachtet, dessen einzige Erfahrung im Gehen und zeitweiligen Anstoßen besteht, wäre dieses Netz nicht mehr und nicht weniger als eine Darstellung der bisher verwirklichten Möglichkeiten, an den Fluss zu gelangen. Angenommen, der Wald verändert sich nicht zu schnell, so zeigt das Netz dem Waldläufer, wo er laufen kann. Doch von den Hindernissen, zwischen denen alle diese erfolgreichen Wege liegen, sagt es ihm nichts, als dass sie eben sein Laufen hier und dort behindert haben. Der Wanderer weiß also nur über die Dinge, die funktioniert haben, aber nichts über die Dinge dazwischen. Das ist dasselbe wie die weltumspannende Maschinennetzwerke, wie Heinz von Förster das nannte. Ich komme zum Ende dieses kurzen Blicks auf den Konstruktivismus. Möglicherweise fragen Sie sich jetzt, was ist denn der Zweck dieser Übung? Bernhard Pörksen schreibt, ich zitiere, das Kerninteresse aller konstruktivistischer Autoren besteht in einer fundamentalen Umorientierung. Im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen nicht länger ontologisch gemeinte Was-Fragen, sondern epistemologisch zu verstehende Wie-Fragen. Zielpunkt der Erkenntnisbemühungen ist eine Umorientierung vom Sein zum Werden, vom Wesen einer Entität zum Prozess ihrer Entstehung. Zitat Ende. Es geht also darum, der Welt und dem Geschehen in der Welt aktiv zu begegnen. Letztlich mit dem Ziel, in dieser Welt handlungsfähig zu werden. Das ist zuweilen ein äußerst anstrengender Prozess, denn nichts in der Welt kann noch als selbstverständlich angenommen werden. Doch der Mensch neigt dazu, und das ist vermutlich das am meisten Anstrengende an dieser Sache, wir neigen dazu, unserer Gewohnheit zu folgen und in passive Muster zurückzufallen. Ja? Zu kontemplieren, uns im Sessel zurückzulehnen, den Tag sein lassen und bloß nicht selber nachdenken. Oh, ist das schön, ja, oh.
Dieser Zustand einer erhöhten Wachsamkeit, der fällt uns dann viel leichter, wenn wir unterwegs sind, wenn wir uns in neue Felder begeben, neue Dinge erleben und neue Sachen kennenlernen. J.R.R. Tolkien hat diesen Zustand mal in einem Lied im Herrn der Ringe auf eine kurze Formel gebracht. Dort heißt es nämlich: Daheim verblasst, die Welt rückt nah. Das ist genau dieser Zustand. Das kennen Sie mit Sicherheit alle, wenn Sie irgendwo auf Reisen unterwegs sind, dass Sie auf einmal auf jedes Detail achten von dem, was da gerade passiert. Für die VertreterInnen des Konstruktivismus gilt dies jedoch in jedem Moment, denn es schlägt sich auch schon in jedem gesprochenen oder geschriebenen Satz nieder. Ernst von Glasersfeld schreibt, ich zitiere: Meiner Ansicht nach ist es unmöglich zu erwarten, dass ein Satz, den ein Mensch sagt, in mir genau jene Gedanken und Begriffsnetze erweckt, die der Sprecher mit seiner Äußerung verbindet. Das heißt, Übertragung, Sendung und Empfänger sind irreführende Metaphern, sofern es sich um den begrifflichen Inhalt handelt. Kommunikation ist nie Transport. Folgt man dieser Ansicht, ergeben sich daraus Konsequenzen für den Umgang mit Medien. Denn medialer Content wird nun zur Aushandlungssache. Das Verständnis medialer Inhalte ist nämlich abhängig von individuellen Auffassungen, individuellem Hintergrundwissen und individuellen Ansichten über bestimmte Dinge. Daraus folgt, ein Umgang mit Medien muss immer Paradoxien, also analoge Widersprüchlichkeiten, aushalten können. Informationsübertragung per Sprache, Gesten, Medien und so weiter ist unmöglich. Verständigung, A sagt, was A will und B versteht genau, was A meint, ist extrem unwahrscheinlich. Denn eine Hörerin versteht, was er sie versteht und nicht, was der die Sprecherin meint. In der virtuellen Realität mag es zutreffen, dass Informationen ohne Verlust übertragen werden können. Aber niemand lebt in der digitalen Welt oder in der virtuellen Realität. Oder in der Digitalität. Das ist eine Maschinenwelt. Wie diese Maschinenwelt aussieht, beschreibt Heinz von Förster in diesem Video, das Sie unter diesem Link bei YouTube aufrufen können. Wie ich mit dem Zitat von Dirk Becker im letzten Video schon sagte, es ist erst die Postdigitalität, die berücksichtigt, dass digitale Technologien untrennbar mit der analogen Welt vernetzt sind. Mit welchem theoretischen Unterbau diese hybriden Netzwerke erfasst werden können, wird im vierten Teil Thema der Vorlesung werden. Zunächst wird im zweiten Teil dieser Videoreihe die hier dargestellte konstruktivistische Sicht auf mediale Phänomene angewendet, die mit Begriffen wie Digitalität oder Digitalisierung einhergehen. Im dritten Teil der Vorlesung werde ich mich dann mit Begriffen wie Medien, Medienpädagogik und auch mit der Geschichte der Medien beschäftigen. Bis dahin, leben Sie Eudaimon! Sie sind noch da? Okay. Noch was. In der Präsenzphase zeige ich Ihnen gerne noch weitere Beispiele zu unserer Wahrnehmung. Außerdem können wir die hier vorgestellten Thesen zum Konstruktivismus und seiner Rolle für den Umgang mit Medien weiter diskutieren. Darüber hinaus kann ich Ihnen aber bei Interesse noch ein Naturphänomen zeigen, das Aristoteles gekannt haben muss. Dieses Naturphänomen lässt in Bezug auf Platons Höhlengleichnis im 7. Buch der Politeia Skepsis aufkommen. So. Jetzt ist aber gut. Ich schalte jetzt aus. Tschüss!